Der Innus Award, eine Initiative für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der oberösterreichisch-bayerischen Grenzregion am Inn und Salzach, feiert mit kleiner Verspätung im Schloss Ranshofen sein 20-jähriges Jubiläum. 157 Projekte wurden seit 2001 eingereicht, 20 davon ausgezeichnet und vor den Vorhang geholt. Die Namensgeber für den Award sind übrigens die Römer. Naja, mit den Römern persönlich habe ich nicht Kontakt gehabt, aber der Inn ist ja im Römischen eigentlich als Aenus bezeichnet worden und er war der Namensgeber dann unserer Initiative, wie wir vor 20 Jahren gestartet sind. Hintergrund war, dass wir einfach alle, die vor dem Vorhang holen wollen, die Gutes tun in der Region, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Und seit 20 Jahren ist uns das gelungen mit fast 160 Einreichungen und 20 Siegerprojekten, die von der Geothermie über den grenzüberschreitenden Einsatz der Rettungskräfte bis hin zu Unternehmen, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Also sind tolle Projekte dabei. Eines der genannten Siegerprojekte ist das Geothermieprojekt Braunau-Simbach, das 2003 den Award erhält. Ein sehr, sehr vorausschauendes Projekt. Ich meine, wir wissen heute, wie wichtig dieses Geothermieprojekt war, als auch als Vorreiterprojekt. Ich meine, heute werden alle möglichen Projekte neu im Geothermiebereich begründet, aber damals war es ja eigentlich eine Pilotanlage, da hat es nicht sehr viele gegeben. Man hat damals sicher auch in erster Linie den Umweltschutzgedanken gehabt, weniger die Versorgungssicherheit, aber da paart sie sich, also da vereinen sie sich sehr gut. Also wir haben hier wirklich auf der einen Seite Umweltschutz, weil wir einfach wesentlich weniger fossile Energie brauchen, auch wenn wir leider mit Gas dazu heizen müssten, gerade im Winter, aber es ist deutlich weniger als sonst. Seit 20 Jahren steht die Flugrettung ohne Grenzen mit dem Christophorus Europa 3 des ÖMTC und des deutschen Schwesternclubs ADAC zwischen Österreich und dem benachbarten Bayern im Einsatz. Ein mehr als verdienter Aenus-Preisträger. 54% der Einsätze fliegen wir in Österreich, 46% im benachbarten Bayern. Wir fliegen 40 Spitäler an. Und da kann es passieren, dass man in der Früh in den Dienst geht und dann einen Überstellungsflug vom Krankenhaus Braunau nach Linz macht zum Beispiel, dann in den Bayerischen Wald nach Cham raufkommt, mit einem Verbrennungspatienten noch ins Krankenhaus nach Bogenhausen fliegt zum Beispiel nach München. Und für uns gibt es halt keine Grenzen, weil wir werden disponiert von zwei Leitstellen. Die eine ist im Leitstelle Innviertel in Ried und die zweite ist in Passau, die integrierte Leitstelle. Und für uns ist das völlig egal, wer uns ist alarmiert. Die stimmen sich gegenseitig ab, wer uns braucht und dann fliegen wir dorthin. Ein wichtiger Partner der Initiative ist die Raiffeisenregion Braunau. Und das passt einfach voll gut zu Raiffeisen. Das liegt auch in der Genossenschaftsidee von Raiffeisen. Unsere Wurzeln gehen ja über 200 Jahre zurück. Und der Ursprung, das war übrigens ein Deutscher, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Also wir sind natürlich affin auch Richtung Deutschland. Und die Ursprungsidee war ja immer, dass was einer alleine nicht vermag, das vermögen viele gemeinsam. Und dadurch entstehen große Projekte und große Initiativen. Und deswegen sind wir gerne als Partner und als Hauptsponsor bei dieser Initiative und bei dieser Idee mit dabei. Ja, auch Braunau-Simbach lebt ja quasi dieses Miteinander seit jeher, oder? Ja, natürlich. Für uns ist das Grenzüberschreitende eben kein Grenzüberschreitendes, sondern immer ein Verbindendes. Es gibt zwei grenzüberschreitende Organisationen, für die ich verantwortlich zeichnen darf. Wir haben auf der einen Seite das Stadtmarketing Braunau-Simbach, also wo zwei Städte gemeinsam Marketing machen und wo wir auch einen gemeinsamen Einkaufsgutschein, den Brückenzehner, haben, der im Übrigen jetzt gerade digitalisiert wird und einen digitalen Zwilling sozusagen bekommt. Als Festredner für das Jubiläum konnte man den Geburtshelfer der Initiative und bekennenden Europäer, Dr. Christoph Leitl, gewinnen. Ihr seid hier ein Modellfall für Europa. Man kann miteinander etwas bewegen, bewirken, die Menschen begeistern, ihnen Zukunftsperspektiven eröffnen und den Jungen Möglichkeiten auftun. Wenn das ganz Europa und wenn das die Welt machen würde, schaut es gleich viel friedlicher aus. Wir müssen aus dem Gegeneinander ins Miteinander kommen. Zurückblickt man an diesem Abend auch auf die gemeinsame und sehr nachhaltige Landesausstellung 2012. Ja, die Landesausstellung 2012 war nicht nur für Martighofen ganz, ganz wichtig, sondern auch für das ganze Martigtal, beim Bezirk Braunau und auch drüben Burghausen. Wir haben alle drei Städte profitiert. Es ist investiert worden, ein baufälliges Schloss ist gekauft worden von der Stadtgemeinde, umgebaut worden. Das hätte es nicht gegeben, wenn es die Landesausstellung nicht stattgefunden hätte im Jahr 2012.
Der AENOS Award, eine Initiative für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das seit nunmehr 20 Jahren.